Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir haben heute wieder ein ganz tolles Interview für euch von der Meditation Experts Online-Konferenz. Wir haben den Ottwin Schulz zu Gast bei uns. Der Ottwin ist Leiter und Gründer der Schule für den integralen Yoga in Hamburg und unterrichtet schon seit 1988. Ist 1984 durch eine Reise in Indien auf das Thema gestoßen und seitdem begleitet ihn das auf seinem Weg. Und ich freue mich sehr, ihm heute zu dem Thema integraler Yoga und auch den Stellenwert von Meditation im integralen Yoga zu interviewen. Und ich glaube, das wird sehr spannend. Ja, freue mich sehr, dass du dabei bist, Ottwin. Herzlich willkommen. Ja, danke schön. Super. Ja, um die Zuschauer so ein bisschen auf einen Nenner zu bringen, mit dir und gleich schon mal so ein bisschen das Eis zu brechen, war so die erste Frage, wie würdest du Meditation jemandem erklären, der das noch nicht kennt, der so mit großen Augen fragend vor dir steht, was ist Meditation? Was ist so deine Definition von Meditation? Ja, die Beantwortung hängt natürlich immer von der Person ab. So, da versuche ich mir ein Bild zu machen, was die Ausgangsposition ist und dann würde ich das entsprechend beantworten. Wenn ich das jetzt allgemein beantworten würde, würde ich sagen, Meditation ist ein Bewusstseinszustand oder ein Seinszustand, den man auch vielleicht als Flow bezeichnen könnte. Darüber hinaus ist Meditation natürlich auch eine Methode, die dorthin führt. Also aus meiner eigenen Erfahrung ist es so, wenn Leute so einen Kurs besuchen, Meditation kennenlernen wollen, ich frage sie dann, was meint ihr, was Meditation ist, dann sagen viele erstmal, sie wollen abschalten, ja, also so aus dem Alltagsgetriebe herauskommen. Und da würde ich dann anknüpfen, so fragen, warum und was ist mit diesem Abschalten verbunden. Und für viele ist es dann erstmal so, dass sie vielleicht eine innere Ruhe finden möchten, mehr zu sich kommen möchten, um ja einfach das Leben ruhiger und bewusster gestalten zu können. Ja, viele stehen ja heutzutage neben sich oder sind außer sich und sie verbinden mit dem Begriff Meditation abschalten, entspannen und ein bisschen mehr bei sich sein. Und ja, wenn Sie da mitgehen können, dann würde ich Ihnen auch noch die weitere Dimension, die ich am Anfang angedeutet habe, so versuchen zu erklären, dass es eben ein anderer Bewusstseinszustand ist, der jenseits des Denkens ist, also in dem das Denken und auch die Gefühle zur Ruhe kommen und wo man eine andere Dimension der Wahrnehmung entwickelt. Cool. Das ist eine sehr umfangreiche Antwort, ja. Also gehst du ja komplett direkt schon in die Anamnese rein. Das gefällt mir sehr. Finde ich super. Ja, also die eigene Motivation zur Meditation quasi zu hinterfragen. Ja, und dadurch. Ja. Da bestehen ja unendlich viele unterschiedliche Vorstellungen. Manche denken bei Meditation an Entspannung, andere an Fantasiereisen. Ja. Und so, wenn man mit Leuten arbeitet, ist es erstmal wichtig, sie abzuholen und dann auch durch die Praxis das dann immer weiterzuentwickeln, dass sie das auch mehr und mehr erahnen können, in welche Richtung die Reise geht. Ja. Ja. Ja, das ist ein gutes Stichwort Reise. Kannst du uns vielleicht so ein bisschen mitnehmen auf deine Reise? Ich habe es eben angedeutet, du bist seit über 30 Jahren jetzt am Unterrichten vom integralen Yoga und vor über 30 Jahren hast du die Indienreise gemacht, die für dich sehr besonders war, so wie ich das verstanden habe. Kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen auf deinen Weg? Ja, ich bin zur Meditation gelangt im zarten Alter von 17 Jahren. Das war 1971. Ich habe da die transzendentale Meditation gelernt. Das war so eine Modewelle. Also zwei Freunde von mir, die haben das gemacht und irgendwas hat das in mir angerührt. Und so habe ich dann auch eine Einführung bekommen. Ich habe auch gleich am Anfang was gemerkt, dass da was Besonderes passiert. Ich habe das damals noch nicht so in den Gesamtkontext, so in den Yoga eingeordnet. Für mich war das auch so eine Entspannungsmethode, auch so war auch die Absicht dahinter, selbstbewusster zu werden. Aber so, es sind schon bestimmte Phänomene aufgetaucht, die ganz besonderer Art waren. Also es war plötzlich so eine innere Freude da. Ich habe auch so meinen Körper anders wahrgenommen und auch den Geist. So. Und ich habe das damals dann 2,5 Jahre
intensiv praktiziert. Ich war zu der Zeit in der Ausbildung als Industriekaufmann, bin morgens um 5:30 aufgestanden. Also ich habe so eine gute, im positiven Sinne, Disziplin entwickelt und das hat mir geholfen, das dann auch später so regelmäßig so weiterzuführen. Das kam so im Alter von 19 Jahren meine politische Phase, das war in den 70er Jahren so. Und da bin ich wieder mehr im Äußeren gewesen, aber nachdem ich mein Studium abgeschlossen habe, ich wollte, das war ein alter Kindheitstraum, eine Weltreise machen. Ich wusste auch immer, dass ich nach Indien müsse. Und das Witzige ist, vom ersten Tag an, den ich in Indien war, 1984, habe ich wieder angefangen zu meditieren. Erst diese Mantra-Meditation, die ich gelernt habe, und dann bin ich auf dieser Reise zum Sri Aurobindo-Ashram gekommen oder vielleicht auch geführt worden. Da hat es gleich Peng gesagt und dann bin ich nachher so ja, mit einer anderen Form oder mit anderen Formen von Meditation in Berührung gekommen. Und wie ging es dann weiter? So nach den ersten Berührungspunkten in dem Ashram, wie hat sich das dann konkretisiert zu dem Punkt, wo du jetzt heute stehst? Ja, ich habe mich dort auch gleich hingesetzt so zur Meditation. Das hat mich gleich irgendwie magisch dahin gezogen. Es war keine einfache Zeit. Es war damals die Zeit, als Indira Gandhi in Indien ermordet worden ist. Da ging es ein bisschen drunter und drüber. Mir ging es dann auch nicht so gut. Aber durch die Meditationserfahrung so ist auch innerlich ganz viel passiert. Ich hatte eigentlich damals so ein marxistisches Weltbild und da ist es mir Schuppen von den Augen gefallen. Also ich habe durch dieses alte Weltbild in die Welt geguckt und das war ein Fenster. Und plötzlich haben sich ganz viele Fenster geöffnet und es war eine ungeheure Energie und auch Freude da, dass ich so fast ein bisschen overdrived war. So. Und das hat ganz viele Prozesse so ausgelöst, dass ich mich dann mit Yoga im umfassenden Sinne beschäftigt habe. Und seitdem habe ich das also täglich praktiziert und ja, wie soll ich sagen, so, da haben sich dann so gewisse Welten innerlich geöffnet, die mal ganz intensiv da waren, dann gab es auch immer Phasen der Stagnation, das gehört einfach dazu und dann hat sich eine gewisse Praxis, die sehr undogmatisch ist, im integralen Yoga herausgebildet, also kann ich vielleicht später noch darauf eingehen. Aber so, ich habe dann wieder regelmäßig jeden Morgen und Abend, seit ich da angekommen bin, meditiert. Wunderbar, ja. Der integrale Yoga, Sri Aurobindo, ist das die Person, die das sozusagen initiiert hat, das Thema? Ja, der integrale Yoga wurde von Sri Aurobindo begründet und sein Weggefährten, das war eine Dame, die heißt mit bürgerlichen Namen Mira Alfasa, die wird in dem Ashram in Indien die Mutter genannt, wie das so bei vielen erleuchteten Frauen der Fall ist, Ma, die Mutter. Die haben das ausgearbeitet und er beruft sich aber in der Ausarbeitung auf die ganzen klassischen Schriften, also zum Beispiel auch auf die Veden, Panchan, Bhagavad Gita spielt eine große Rolle, aber auch der Tantrismus. Er sagt zum Beispiel über die Veden, er hätte da eine Ader reinen Goldes gefunden und viele Erfahrungen, die in der späteren Yoga-Philosophie, aber auch in der westlichen Psychologie noch nicht beschrieben worden sind, hat er dort wiedergefunden. Ich weiß nicht, inwieweit das jetzt interessant ist, wenn ich darauf eingehe. Also zum Beispiel die alten vedischen Götter, die sind ja Aspekte des All-Ein und mit denen kann man in einer ganz intensiven und direkten Art und Weise auch in der Meditation arbeiten und also Agni, das innere Feuer, das aus dem Herzen aufsteigt, die Öffnung in die lichtvolle Weite, das wäre die Gottheit Indra und dann die Herabkunft so des höheren Lichtes, das wäre die Gottheit Surya. Das ist ein Weg, der für den integralen Yoga eine ganz große Rolle spielt und auch so nachher in der Begrifflichkeit des integralen Yoga aufgegriffen wird. Also diese Sehnsucht, die vom Herzen aufsteigt, das wird mit dem seelischen Wesen in Verbindung gebracht und mit und die Surya-Kraft, so, also die Sonne, die auch als Symbol des höchsten Bewusstseins steht, mit der Mahashakti, mit der Kraft, mit der Energie, die direkt von der höchsten Quelle kommt. Ja, und im integralen Yoga spielt der Begriff Transformation eine große Rolle. Und wenn man etwas transformieren möchte, dann
arbeitet man mit einer höheren Schwingung. Und das spielt dann auch in der Meditationspraxis eine große Rolle. Wie sieht dann die Praxis dann genau aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Du fragst jetzt nach der Meditationspraxis? Ja, eher die in einem Yoga. Ja, wenn das, ja. Also die Yoga-Praxis, ist das eine Praxis, die Asanas enthält, die klassischen Leibesübungen sozusagen enthält? Oder ist das eine rein auf den geistlichen Meditationsaspekt ausgerichtete Praxis? Das Motto des integralen Yoga ist ja All Life is Yoga. Ja? Mhm. Also es geht weniger um Technik, sondern um eine innere Haltung, mit der ich Yoga praktiziere. So Sri Aurobindo, der hat sich nicht großartig mit Asanas beschäftigt. So, für mich persönlich ist das ein wichtiger Aspekt, weil man die Leute ja da abholen muss, wo sie stehen. Und viele Leute brauchen erstmal wieder einen Zugang zu sich selbst, müssen lernen, sich selber zu spüren. Und deswegen spielt für mich Asana-Praxis im normalen Unterricht eine große Rolle. Aber im integralen Yoga geht es ja darum, so den Yoga ins Leben zu bringen. Ein sehr weltzugewandter Yoga, also ein Yoga für die Erde, der möchte auch so, man fängt immer bei der Person an, jede Persönlichkeit muss sich selber entwickeln. Dann versucht man das so auf das nähere Umfeld so zu übertragen. Und letztendlich geht es auch um gesellschaftliche Entwicklung. Also Sri Aurobindo war der Erste, glaube ich, der den Evolutionsgedanken in die Yoga-Philosophie eingeführt hat. So, wenn man die alten indischen Systeme anguckt, die denken immer in Kreisläufen, in Yugas. So, und dann löst sich das wieder auf und dann beginnt das von vorne. Und er hat den auch den westlichen, obwohl man diesen Evolutionsgedanken auch schon in den Veden findet, eingeführt. Also, dass sich die Entwicklung spiralförmig weiterentwickelt. Und das ist so sein Ziel, also das höhere Bewusstsein auf die Erde herunterzubringen, um die Entwicklung auf der Erde weiterzuführen. Deswegen heißt sein philosophisches Hauptwerk auch das göttliche Leben. Das klingt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber so, es geht darum, den Bewusstseinszustand auf der Erde anzuheben, sodass die Leute mehr aus dem Einheitsbewusstsein ihr Leben auf der Erde gestalten. Und für die Praxis so spielt auch die Bhagavad Gita eine große Rolle, also der Karma-Yoga. Also, dass man nicht nur zurückgezogen da sitzt, so die Meditation für sich macht, sondern dass man die Erfahrung mitnimmt in den Alltag, um den Alltag im anderen Bewusstsein zu gestalten. Und das in allem, was man tut, auch egal, ob man als Architekt so arbeitet in der Kindererziehung oder als Bäcker oder wie auch immer, sondern dass man versucht, so die Alltagsdinge aus dem anderen Bewusstsein anzupacken. Okay. Und wie komme ich in diesen Zustand rein? Also jetzt vielleicht so ein bisschen konkreter auf das Thema Meditation, Meditationspraxis im integralen Yoga. Also wie kann ich das kultivieren? Dieses Einheitsbewusstsein, dass ich das dann auch mit in den Alltag nehme? Gibt es da spezielle Ansätze? Ja, es gibt viele oder eine ganze Reihe verschiedener Methoden, die auch im integralen Yoga empfohlen sind. Und das ist jetzt natürlich von dem einzelnen Menschen abhängig. Da gibt es kein Dogma. Jeder Mensch ist anders, muss auf seinen ureigenen Yoga-Weg gehen. Die einen können hier und die anderen da ansetzen. Aus meiner Erfahrung ist es sinnvoll, wenn Menschen erstmal lernen, sich selber wahrzunehmen, sich selber zu beobachten. Da gibt es so dieses schöne Gleichnis aus der Mandukya Upanishad. Zwei Vögel sitzen auf einem Ast, der eine frisst von den süßen und sauren Früchten des Lebens und der andere beobachtet. Also dass man erstmal dieses Beobachterbewusstsein entwickelt, erstmal den Strom seiner Gedanken und Gefühle wahrnimmt und guckt, was läuft da eigentlich ab, welcher Film. Ja, und dann lernt man zugleich, von diesem Film zurückzutreten und man lernt, dass man Gedanken und Gefühle hat, dass man nicht seine Gedanken und Gefühle ist. Und wenn man das gelernt hat, durch diese Form kommt der Strom meistens auch mehr zur Ruhe, man kommt mehr zu sich. Ja, das wäre vielleicht so der erste Schritt, um Abstand zu finden. Und dann geht es natürlich darum, mehr und mehr nach innen zu gehen und das auch im Alltag zu praktizieren. Also wir benutzen dann den Begriff zurücktreten. Also wenn man zum Beispiel in irgendeinem Konflikt im Alltag ist, nicht gleich reagieren, sondern erstmal nach innen gehen, still werden, sich
mit seiner Mitte, wenn man das schon kann, verbinden und dann aus dieser inneren Anbindung heraus damit umgehen, meinetwegen mit dem Konflikt, also ihn nicht verschärfen, sondern gucken, wie man eine Lösung finden kann. Ja. Das wäre so für den Anfang wichtig, also zu lernen, mehr und mehr nach innen zu gehen, mehr mit seiner Essenz in Berührung zu kommen. Und das kann man, ja, ich benutze jetzt mal den Begriff, durch ein gewisses Spürbewusstsein erreichen. Wenn man mehr nach innen geht, dann spürt man, dass da mehr Ruhe ist, mehr Stille. Vielleicht fühlt man auch eine gewisse Wärme oder ein liebevolles Gefühl, das verbinden ist. Und das ist einfach wichtig, dort mehr und mehr zurückzukommen und sich dort anzubinden. Und wenn man dann ein Gefühl hat für seine Seele, kann auch den Begriff Mitte benutzen, dann spürt man, dass man bei sich ist und versucht in dieser Anbindung mit unseren äußeren Instrumenten, also mit unseren Gedanken, Gefühlen, auch mit unserem Körper, in unserem Verhalten, das im Leben mehr auszudrücken. Das wäre also fundamental so für die integrale Yoga-Praxis, das am Anfang mehr und mehr zu üben. Es gibt noch verschiedene andere Methoden, aber ich beziehe mich jetzt mal auf das Wesentliche. Und wenn man diese innere Anbindung gefunden hat, dann kommt so später der Schritt, dass man sich versucht, oben zu öffnen, über das Kronenchakra, sozusagen die höhere Schwingung, wir nennen sie die Mahashakti, zu empfangen. Vielleicht hast du mal von den Versuchen des Japaners Emoto gehört, der bestimmte Mantren Wasser projiziert hat, zum Beispiel das Mantra Om Namah Shivaya, und dann wurde das Wasser gefroren und entstanden ist dadurch ein wunderschöner Kristall. Das so beweist ein yogisches Grundprinzip, was man Nama Rupa nennt. Also Nama, könnte man Name, Schwingung oder Klang übersetzen. Und bei diesem Prinzip geht man davon aus, so, dass das Feinstoffliche, das Grobstoffliche strukturiert. Und die Versuche von Emoto beweisen das, dass eine feinere, eine höhere Schwingung sozusagen eine Wirkung auf unseren Geist, auf unser Gefühl bis hinunter in den physischen Körper so entwickelt. Und das Grundprinzip wird in der Yoga-Philosophie, das finden wir schon in den Upanishaden, aber auch in der Samkhya-Philosophie, da wird gesagt, bevor das physische Ohr da ist, ist der Archetyp da oder eine feinstoffliche Schwingung. Und wenn man das so grundsätzlich verstanden hat, dann kann man auch so diese Meditationsform nachvollziehen, dass man sich versucht, auf dieses höhere Licht, das wird auch in anderen Yoga-Richtungen vertreten, aufzunehmen und sich dem ganz hinzugeben und zu öffnen. Ja? Soweit erstmal. Ja. Mehr dazu sagen. Ja, also ich finde das total interessant. Ist das dieser, also ich habe einen Artikel von dir gelesen zum Thema Meditation im integralen Yoga. Ist das dieser, was du gerade beschrieben hast, ist das quasi gleich dieses Transformationsprozesses, den du in diesem Artikel beschreibst? Ja, Transformation, das heißt ja Umwandlung. Ja. Ja. Yoga an sich ist eigentlich immer Transformation und Meditation eigentlich auch so. Die Frage ist, wie weit will man jetzt diesen Gedanken der Transformation begreifen? So, man kann Meditation nur für sich machen, um seine eigene Glückseligkeit zu finden, um Erlösung zu finden. Dieser Begriff spielt ja auch in vielen traditionellen Yoga-Richtungen eine Rolle. Es gibt Lehrer, da gehört dann auch Sri Aurobindo dazu, aber auch Krishnamurti, der würde sagen, wenn jeder das nur für sich macht, so, dann ist es keine Meditation, weil wenn man mit Meditation, mit seiner Essenz in Berührung kommt, zum Beispiel mit der Kraft der Liebe, dann sagt Krishnamurti so, es ist dann nur wahre Meditation, wenn es auch im Leben angewendet wird. Also wenn man mehr Aufmerksamkeit für seine Mitmenschen, mehr Mitgefühl entwickelt, dann ist es eine komplette Meditation. Ja? Sonst kann es auch zum Ego-Trip werden. So. Und Transformation bezieht also die eigene Persönlichkeit ein, alle Ebenen, die wir als Mensch haben. Wir haben unseren physischen Körper, wir haben unseren Energiekörper, unseren emotionalen und mentalen Körper. Und wir haben das, was man die Seele oder das Selbst nennen kann. Das ist komplett. Da sind wir in uns. Das ist das oder es. Und dieses das und es, das sollte sozusagen wie so ein Licht von innen heraus
mehr durch unsere äußeren Hüllen, diesen Begriff kennen wir aus der Yoga-Philosophie, durchscheinen und durch unsere Instrumente, also in unserem Denken, unserem Fühlen und Handeln zum Ausdruck kommen. Ja, das wäre sozusagen die individuelle Transformation. Aber wie ich schon gesagt habe, so der integrale Yoga ist darauf ausgerichtet, dass er das auch in die Welt tragen will, die ganze Welt, so hoher Anspruch, so mit einbeziehen möchte. Also im ganz normalen, alltäglichen Leben und da der Karma-Yoga eine große Rolle spielt, eben auch in der Arbeit. So die Arbeit wird als so schöpferische Möglichkeit gesehen, das höhere Bewusstsein im Leben zum Ausdruck bringen und nicht nur als Mühsal, wenn man sich so 8 Stunden am Tag herumschlägt, sondern Arbeit ist letztendlich eine Möglichkeit, das höhere Bewusstsein auf kreative Art und Weise in der Welt zum Ausdruck zu bringen. Und Meditation ist dabei eine wichtige Säule. Für mich spielt sie eine große Rolle, weil ich damit eigentlich angefangen habe, so mich immer wieder verinnerlichen und dieser Kraft hinzugeben und versuchen, diese Kraft durch mich wirken zu lassen. Was hat das mit dir gemacht jetzt über die Jahre, seitdem du angefangen hast mit der sozusagen mit der integralen Meditationspraxis? Was hat sich bei dir ganz spürbar verändert? Oder was hat es mit dir gemacht, ganz im Allgemeinen? Also ich habe bestimmte Erfahrungen gemacht, die mir so bestimmte Dimensionen aufgezeigt haben, die sporadisch waren, dann sind sie auch wieder weggegangen, aber sie haben klar so Möglichkeiten aufgezeigt, wo die Reise hingehen kann. Waren das, Verzeihung für die Unterbrechung, haben sich dir neue Bewusstseinsräume eröffnet? Und wenn ja, wie kann ich mir sowas vorstellen? Ist das überhaupt vorstellbar? Also, oder ist das überhaupt erklärbar und vorstellbar und verstehbar mit dem Verstand? Oder? Das ist erklärbar. Die Frage ist, ob man da ausführlich drüber sprechen soll. Das ist ja immer so, okay. Weil man sich dann selbst zu sehr in den Vordergrund steht. Also ich kann sagen, so, dass ich Dimensionen so erlebt habe, die man so im Normalbewusstsein nicht so spürt. Und ja, und das führt natürlich so dazu, dass eine stärkere, tiefere Anbindung da ist. Also es führt dazu, dass das Leben mehr von innen heraus gestaltet wird, so dass ich so ein ganz klares Gefühl im Inneren, im Herzen habe, so was ich zu tun und was ich nicht zu tun habe. Deutscher Philosoph Immanuel Kant, der spricht im Zusammenhang von dem kategorischen Imperativ, so dass ich also meinem eigenen Inneren folge und versuche von innen heraus nach außen zu leben und das auch relativ konsequent mache, auch häufig dann auch wahrscheinlich gegen den Strom schwimmen, so, aber da kann ich dann nicht mehr anders, also da muss ich so meinem Inneren folgen. So ein französischer Dichter hat mal gesagt, man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar und so, das versuche ich so in meinem Leben auch relativ konsequent umzusetzen, was auch nicht immer einfach ist, so wo man auch dann so mit äußeren Autoritäten vielleicht so in Konflikte gerät, aber da so kann ich nicht anders, als diesem Impuls zu folgen. Ja. Und dann versuche ich mich auch mehr auszudehnen, also wenn Yoga generell Einswerdung oder Vereinigung bedeutet, so das Große und Ganze mehr in den Blick zu bekommen und so meine Praxis, aber auch meine Arbeit mit den Leuten, wir bilden ja auch Yoga-Lehrerinnen aus, so darauf auszurichten, dass sie auch mehr das Ganze so im Blick haben. Das scheint mir in der heutigen Zeit außerordentlich notwendig zu sein, weil auch gerade durch die modernen Medien, so, das sieht man ja nicht tagtäglich auf den Straßen, die Leute sehr auf sich bezogen sind, also fast so ein Autismus so in Erscheinung tritt und dass Leute wieder lernen, sich zu öffnen, so dass sie einen Weitblick bekommen und ja, letztendlich so zum globalen Verständnis kommen und so die Essenz des Yoga, könnte man Begriffe wie Freude, Liebe,
Bewusstheit, Mitgefühl, inneren Frieden, so, dass sie das versuchen, mehr zu leben und in die Welt zu tragen, auf ganz natürliche Weise, nicht missionarisch oder aufgesetzt, sondern, ja, ganz normal. Wenn es sehr viele Menschen gibt, die diesem Weg folgen, diesen von innen heraus leben, was glaubst du, was dann so perspektivisch möglich ist für die Welt, wenn jetzt mit dem Blick auf das aktuelle Zeitgeschehen auch so ein bisschen? Was ist so ein bisschen die Mission auch dahinter oder die Vision sozusagen? Also ich glaube, vielleicht ist das Hoffnung, die dem Glauben, dass wir in einer Schwellenzeit leben. Ja, es ist ja im Äußeren sichtbar, dass viele Dinge eskalieren und das ist auch immer so ein Zeichen dafür, dass sich neue Dinge ausarbeiten möchten. Mhm. Und da gibt es auch viele hoffnungsvolle Beispiele, wenn man so jüngere Menschen sieht, so, die bringen teilweise eine andere Wahrnehmung, ein anderes Bewusstsein mit, so in den 70er Jahren, da hat man immer noch tagelang diskutiert, um dann irgendwie einen Weg oder eine Lösung zu finden. Die sind heute viel pragmatischer, so, die machen das einfach und so sind auch in ihrer Wahrnehmung viele ausgedehnter. Und ja, wenn ich von innen heraus lebe und auch diese höhere Anbindung habe, so, dann kommt diese Kraft mehr in die Welt, aber sie stößt natürlich auch auf die Widerstände des alten Bewusstseins und deswegen clasht das auch überall in der Welt. Und das scheint mir unvermeidbar zu sein. Das muss man einfach so annehmen und akzeptieren können und trotzdem sich selbst treu bleiben, so in dieser Situation und ruhig mit Zuversicht und Vertrauen diesen Weg weitergehen. Ja. Wenn man das anguckt, ich weiß nicht, ob du mal so auf die Website geguckt hast oder auch mal was über Auroville gehört hast, so, man sagt so, das sei ein Labor, ja, wo man auch wirklich was Neues ausprobiert, also mit allen Schwächen, die es da auch noch gibt, so, also dass man neue Wege der Erziehung, neue Wege so des Umgangs mit der Umwelt, so neue Wege der Architektur ausprobiert, dass man versucht, das, was man innerlich erfahren hat, so im äußeren Leben versucht, zur Anwendung zu bringen. Und da wünsche ich mir auch in dieser Welt so, dass man so aus festen Strukturen rauskommt. Ja, vielleicht kann man diesen Begriff Graswurzelrevolution benutzen, dass viele Menschen in verschiedensten Ebenen einfach was Neues probieren, was so mehr durch diesen Einheitsgedanken oder auch durch dieses Einheitsgefühl ist vielleicht noch wichtiger, dieser Begriff, dass man das in sich spürt, dass eigentlich alles zusammengehört und dass man der Tiefe des Herzens so in Liebe mit der ganzen Schöpfung verbunden ist. Wenn man dieses Grundgefühl so entwickelt hat, so dann entwickelt sich auch eine andere Wahrnehmung, auch ein anderes Verhalten so der Mitwelt gegenüber. Ja. Das resoniert enorm bei mir, ja. Finde ich super, ja. Wie unterstützt du Menschen bei diesem Prozess? Wenn du das, was du gerade ausgesprochen hast, mal ganz plakativ als eine Vision darstellen würdest, was tust du konkret oder was bietest du an, um Menschen mit auf diese Reise zu nehmen? Ja, ich habe angefangen, erst so ganz normale Hatha-Yoga-Kurse anzubieten. So habe immer gleich auch so in einem großen Hamburger Sportverein, habe immer am Ende Meditation gemacht. Das hat für mich einfach dazugehört. Aber irgendwann habe ich gedacht, in diesem Rahmen, das ist eine begrenzte Möglichkeit. Dann habe ich so ein eigenes Zentrum gegründet, wo man auch Seminare, Veranstaltungen machen kann, dass man auch Hintergrundinformationen vermittelt. Aber dann wusste ich auch, das reicht auch nicht und habe dann 2003 eine Yoga-Lehrausbildung angeboten. Also wir sind jetzt so im siebten Durchgang, weil man da auf allen Ebenen arbeiten kann. Also die Yoga-Philosophie spielt da eine große Rolle, aber auch die Yoga-Psychologie. Psychologie ist ganz wichtig. So
dass man seine eigenen Bewusstseinsprozesse versteht und auch in der Lage ist, so das Bewusstsein zu verändern. Aber auch die Körper- und Atemarbeit, das hatte ich vorhin schon mal gesagt, so, das ist für viele der Ausgangspunkt. Wenn du, weiß nicht, das Kosha-Modell kennst aus der Taittiriya Upanishad, dann haben wir Anamaya-Kosha, die körperliche Hülle, dann Pranayama-Kosha, die Energiehülle, dann haben wir die Hülle aus Gefühl und Gedanken und dann Vijnanamaya-Kosha, die Hülle der Erkenntnis, und dahinter liegt das innerste Wesen. Und in der Regel ist es bei uns so, dass die Leute von außen nach innen gehen, erstmal ein Gespür für ihren Körper entwickeln, dann den Energiekörper wahrnehmen, merken, dass sie durchlässiger werden, und dann öffnen sich die inneren Ebenen, also dass man die Gefühle und Gedanken bewusst wahrnimmt, und dann kommt man mehr und mehr zu dem Kern. Und das ist natürlich durch eine Yoga-Lehrausbildung, wo man viel Zeit hat, die zieht sich über 4,5 Jahre hin, ist ein gutes Mittel, um Leute in einen langwierigen Prozess zu bringen. Und da zeigt sich, ich habe jetzt ja gerade eine ganze Ausbildungswoche gehabt, wie die Menschen so am Ende der Woche weicher, durchlässiger werden, mehr in die Erfahrung kommen. Und das ist das Entscheidende, dass man also im kontinuierlichen Prozess ist, der mehr und mehr in die Verinnerlichung geht. Die äußeren gesellschaftlichen Umstände sind ja so, dass sie ganz anders sind und auch häufig dagegen stehen, so dass Menschen, wenn sie zum Beispiel in so einer Ausbildung sind, erstmal Schwierigkeiten haben, wieder nach außen zu gehen, weil die äußere Welt anders funktioniert. Aber es kann nicht anders funktionieren, dass man so eine regelmäßige Praxis hat und die mehr und mehr vertieft. So, dafür ist die Yoga-Lehrausbildung ein gutes Mittel. Dann natürlich Einzelgespräche oder Einzelarbeit, so, also wo man Leuten auch, die auch in Schwierigkeiten sind, hilft, auch vielleicht manchmal bestimmte Instrumente an die Hand gibt, mit denen sie selber üben können. Das ist ein wichtiger Aspekt, also die Selbstverantwortung auf dem Yoga-Weg. Es braucht dann auch immer wieder, das ist meine Erfahrung, Ermutigung, so dass Leute so in der Lage sind, auch zu sich zu stehen und das auch im Äußeren so zu leben. Manchmal im Widerspruch zu dem gesellschaftlichen Mainstream. Ne? Oh. Ja, das wären so die Hauptmittel. Oh. Ich wünschte mir, ich hätte noch mehr Zeit und ich wäre ein Gott und hätte mehr Arm. Aber wenn man eine Yogaschule führt, das ist auch leider Gottes immer viel Verwaltungsarbeit, mit der man so beschäftigt ist, die einen absorbiert. So. Ja. Es ist gut, wenn man gute Kollegen und Kolleginnen hat, die auch mitarbeiten und auch mit betreuen können. Ja. Ja. Wunderbar. Was hast du so vielleicht so ganz konkrete, so praktische? Also da kam jetzt schon in den letzten 30 Minuten kamen natürlich schon sehr viele praktische, wenn wir das jetzt mal so ein bisschen, also praktische Tipps und Informationen, die man sofort anwenden kann. Wenn wir das jetzt nochmal destillieren auf vielleicht so Top 3, natürlich immer eine individuelle Geschichte, aber wenn wir das jetzt mal verallgemeinern würden, einfach mal hypothetisch, so Top 3 Dinge, die ich sofort umsetzen kann oder wo ich sofort einen tieferen Zugang zu mir selbst bekommen kann. Wenn ich jetzt fragen würde, was sind deine Top 3 Tipps, die du mir geben kannst, damit ich nach dem Interview sofort anfangen kann, um diesen Raum innerlich mehr zu öffnen oder mehr zu betreten? Wie könnte sowas aussehen? Oder ist es überhaupt beantwortbar? Kann man beantworten. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich erstmal Zeit nimmt, ja, für die Praxis, also dass man aus dem Alltagsgetriebe heraustritt oder davon zurücktritt, dass man zu sich kommt. Das funktioniert bei jedem anderen anders. Und manche Leute, wenn sie still werden, versuchen still zu werden, wäre ganz unruhig. So. Also deswegen so bedarf es da vielleicht unterschiedlicher Anleitungen, dass die Leute lernen, zu sich zu kommen. Aber so, es kann über die Körperwahrnehmung, über einen Bodyscan, es kann über der Atem spielt eine große Rolle, um den Geist zur Ruhe zu bringen. Und dann geht es darum, dass man lernt, mehr nach innen zu gehen, also in eine subtilere Wahrnehmung kommt, wie ich es vorhin schon gesagt habe, dass man merkt, im Inneren, da gibt es was, wo man ruhig werden kann, wo man still werden kann. Und
So, das zu kultivieren und da auch zu lernen, bei sich zu bleiben und nicht gleich so immer in diese Reaktionsmechanismen hineinkommen, wenn man das auf den Alltag bezieht. Also, dass man einfach erstmal, wenn irgendwas anliegt, bei sich bleibt und dann, wie vorhin schon sagte, versucht von innen heraus zu leben. Und das kann man durch ganz verschiedene Techniken so kultivieren. Da ist die eine Technik für den einen Menschen gut, eine andere für den anderen. Und das muss man dann tatsächlich so im persönlichen Kontakt herausfinden, was hilfreich ist. Für viele ist es gut, einfach auch mal in eine Hatha-Yoga-Stunde zu gehen, so um runterzufahren, aus dem Alltagsgetriebe herauszukommen und dann ja in den Meditationsformen, wir haben da eine ganz eigene Systematik so entwickelt, so die Entspannungsübungen spielen im Westen auch eine große Rolle, so um runterzukommen, dann mehr in die innere Anbindung zu gelangen. Ja, so könnte ich das allgemein beantworten. Da gibt es jetzt kein allgemeines Grundrezept, das ist für jeden unterschiedlich. Okay. Du hast vorhin, das ist mir gerade nochmal eingefallen, du hast vorhin was sehr Interessantes gesagt, wo du deinen Weg so ein bisschen erklärt hast, hast du gesagt, die Gedanken und Emotionen sind so die Instrumente. Kannst du dich noch erinnern, was du genau gesagt hast? Weil ich fand das ganz interessant, weil das natürlich suggeriert, dass Gedanken und Emotionen nicht notwendigerweise das Ich ist. Habe ich das richtig verstanden? Der westliche Mensch würde das als Ich bezeichnen, weil er sich mit den Gedanken und Gefühlen identifiziert. Und das ist dann sein Ich oder das, was man in der Yogasprache auch das Ego nennt. Aber wir sind als Menschen, man könnte sagen, multidimensionale Wesen. Wir setzen uns so aus verschiedenen Hüllen oder Schichten zusammen. Und diese Schichten, das ist unabdingbar. Das ist so der Selbstbeobachtungs- oder Selbsterforschungsprozess. So. Die sollte man versuchen zu verstehen, transparent zu machen und auch zu begreifen, wie sie in ihrer Wechselwirkung sich auswirken. Also wenn man das jetzt evolutionär betrachtet, also wie die Evolution abgelaufen ist, dann war erst die Materie da, dann die Lebensenergie, dann kam mehr, wir nennen es im integralen Yoga das Vitale, also der Gefühlskörper, so auch bei Tieren ist sehr viel über Instinkte und dann kam nachher auf der Ebene des Menschen so das Mental. Und man muss einfach verstehen, dass so vitale Impulse, also der Bereich der Wünsche oder Gefühle, die eine ungeheure Kraft haben, plötzlich in einem aufsteigt oder aufbrandet und dann eine mentale Formation annimmt. Ja? Und wenn man gelernt hat, seine verschiedenen Ebenen wahrzunehmen, dann kann man so spüren, wo der Impuls herkommt und welche Auswirkungen er annimmt. Und dann könnte man auch so über das Mental als Regulationsmechanismus also entscheiden, ob man darauf eingehen möchte oder nicht eingehen möchte. Andersherum ist es so, dass es mental manchmal bestimmten Gefühlen auch Fesseln anlegt. Ja, es gibt ja essentielle Gefühle, da muss man auch immer unterscheiden, wie Freude, Liebe, Mitgefühl, Vergebung, Respekt. Oder es gibt diese, ich nenne sie jetzt mal die relativen Gefühle, wie Angst, Enttäuschung, Hass oder so. Da muss man auch unterscheiden. Gefühle an sich sind nicht schlecht, sondern die essentiellen Gefühle, die machen ja gerade die Qualität oder so die Essenz des Lebens aus. Wenn keine Freude da wäre, dann hätte das Leben überhaupt keinen Sinn. Also es gilt so zu verstehen, wo Gefühle herkommen, wie sie auftauchen, welche Gestalt sie annehmen, auch so im Mental. Und das Mental sollte gut entwickelt sein. Auch der Geist ist nicht nur schlecht. So. Auch wenn er bestimmte so Konstruktionen hat oder Glaubenssätze, ist es auch ein ganz wichtiges Instrument, so unser äußeres Wesen zum Ausdruck zu bringen. Wichtig ist eben, wie ich vorhin schon sagte, dass es etwas gibt, was dahinter steht, hinter unseren Gedanken und Gefühlen. Und das ist dieser Prozess der Verinnerlichung, dass man mehr zu diesem Punkt kommt, so dass die Gedanken und Gefühle
zum Instrument des innersten Wesens werden. Und dann, da findet auch die Transformation statt. Und das ist für viele auch ein langer Prozess. Manche haben das manchmal schnell, aber verlieren das auch wieder. Das muss man dann regelmäßig kultivieren und dann von diesem inneren Wesen heraus so seine Gedanken formulieren und mit den essentiellen Gefühlen mehr in Verbindung zu sein. Dann passiert was in der Welt. Ja. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die Frage... Ja. Danke, dass du darauf nochmal eingegangen bist. Ich finde das ist super interessant und mich hat natürlich auch so mal deine Sicht darauf sehr interessiert. Weil das Thema... Da gibt es noch einen zweiten Aspekt, wenn ich jetzt noch, fällt mir gerade ein, so erwähnen kann. Wenn man jetzt so in den Gefühlsbereich geht, man kann viele schöne Sätze auch bei unserem größten deutschen Dichter, Johann Wolfgang von Goethe, finden. Der sagt ja, 8 Seelen wohnen in meiner Brust. Ja. Und das wäre einmal die Begierdenseele, also das, was man das Ego nennt. Und dann unser innerstes Wesen wird Seele oder Selbst genannt. Und das ist fundamental, dass man da Unterscheidungsfähigkeit lernt zu entwickeln. So. Und das kann man innerlich ganz deutlich spüren. So. Also das innerste Wesen, die Seele, wenn man das jetzt mit einem bestimmten Symbol verbinden möchte, könnte man so als weißes Licht bezeichnen, so was ganz ruhig brennt. Wenn man ganz in sich ist, dann ist auch eine Stille, eine Klarheit da, die einen innerlich trägt. Während so die Begierdenseele, die könnte man so symbolisch so mit dem roten Licht in Verbindung bringen, das flackert, so was einen auch an bestimmten Stellen ein bisschen unruhig macht, wo dann auch eine gewisse körperliche Spannung da ist. Und diese Unterscheidungsfähigkeit, die man ja auch in der Yogasprache Viveka nennt, ist ganz entscheidend, dass man das lernt und immer wieder nach innen spürt und wahrnimmt. Und wenn man dann ja in dieser ruhigen Schwingung ist, dann kann man sicher sein, dass man auf dem für sich richtigen Weg ist. Ja. Wow. Ja, super, super, super hilfreiche und super interessante Sichtweise, die du da teilst. Vielen Dank dafür. Ja, war wie gesagt, ich war sehr interessiert daran, auch nochmal deine Sicht darauf zu bekommen, weil das Thema Gedanken, Emotionen und wie gehe ich damit um und was ist das eigentlich, wo kommt es her? Natürlich ein großer Teilaspekt ist, den man in der Meditation dann auch herausfindet und was wir dann notwendigerweise natürlich auch auf der Konferenz halt sehr oft besprechen mit unseren Experten. Deswegen fand ich das super. Ja. Ja, vielen Dank. Ja, super. Ich bin soweit mit meinen Fragen durch. Wir sind relativ schnell sehr tief eingestiegen. Ich werde mir das auf jeden Fall nochmal anschauen, das Interview, weil da so viele interessante Infos sind, die ich jetzt noch nicht so ganz aufnehmen konnte. Aber ganz herzlichen Dank dafür, für deine Zeit und dass du das mit uns teilst und dass du zur Verfügung standest. Das hat mich sehr gefreut, das Interview mit dir zu führen. Ja, vielleicht hast du noch irgendwie einen abschließenden Satz. Ich möchte dich jetzt nicht einfach so entlassen, aber vielleicht hast du noch was, was dir sehr am Herzen liegt, zu teilen. Ja, ich bedanke mich auch erstmal, dass du mir dieses Interview angeboten hast. Und Freude ist auch auf meiner Seite. Also, ich weiß nicht, ob jetzt alles so verstanden ist. Man kann natürlich viel drumherum noch mehr sagen und einzelne Dinge noch so erläutern, aber vielleicht sind so ein paar Impulse gesetzt. Ich habe mir vorher überlegt, so wenn ich jetzt irgendwas zitieren würde, wir haben jetzt in dieser Ausbildungswoche auch die Upanishaden behandelt und die Isha Upanishad ist so wohl die wichtigste für den integralen Yoga und da gibt es eine Anrufung. Und die würde ich gerne so zum Abschluss zitieren, weil sie mir ganz am Herzen liegt. Die fängt an. Om, volle Fülle im Ein, volle Fülle im Vielen. Aus der Fülle des Ein strömt die Fülle des Vielen. Von der Fülle wurde die Fülle genommen. Und doch bleibt die Fülle erfüllt. Om, Frieden, Frieden, Frieden.
Das finde ich, ist ein schöner Abschlusssatz. So. Wunderbar. Ganz herzlichen Dank, Ortwin. Jo, danke dir auch. Dankeschön. Jo.